Hallo, ich bin Jakob. Ich bin heute hier in Steinfurt-Borghorst in einem Proberaum zusammen mit ein paar netten Typen. Und ja, die bilden die Gruppe Mond und ich würde vorschlagen, sie stellen sich einmal kurz selber vor. Ja, ich bin Lukas und ich spiele Keyboard. Ich bin Tim und spiele die Drum Machine. Ich bin Niklas und spiele Bass und versuche heute weitestgehend die Interessen unserer Sängerin auch zu repräsentieren, die heute leider nicht hier sein kann. Mit anderen Worten, eigentlich sind es 4 Leute, heute nur 3, aber ich glaube, ihr genügt mir jetzt gerade. Okay, thanks. Ja, das Thema soll ja mit euch hier auch Musikstreaming sein. Ihr streamt selber eure Musik ja auch, stellt sie im Internet zur Verfügung. Wie macht ihr das denn? Wir nutzen hauptsächlich Soundcloud und laden da unsere Musik hoch. Wir haben auch YouTube, aber sind da nicht so aktiv eigentlich. Also hauptsächlich Soundcloud, ja. Was versprecht ihr euch denn davon? Weil verdienen könnt ihr daran dann ja nicht, ne? Wir versprechen uns davon, jetzt erstmal in unserem Stadium ein bisschen Bekanntheitsgrad zu erlangen. Und es ist halt cool, wenn alle Leute die Musik kostenlos halt hören können, weil dann auch viel mehr Leute das halt wahrscheinlich hören, als wenn wir dafür von Anfang an Geld für nehmen würden. Also wir haben auch nicht Klicks nur aus Steinfurt und Münster, sondern die kommen halt schon von überall so rein. Und das ist halt auch das Coole an Soundcloud. Ist das dann praktisch jetzt also eine Kombination daraus, dass euer Name über Mundpropaganda vielleicht schon so ein bisschen Bekanntheit bekommt und die Leute deswegen dann Soundcloud anklicken, oder funktioniert das dann eher andersrum? Ja, hauptsächlich erstmal über Konzerte, die wir spielen und dann unsere Soundcloud-Seite nennen, damit sich die Leute da die Musik anhören können. Wir haben aber auch einfach so Leute, die uns so auf Soundcloud entdeckt haben irgendwie und sich das einfach so anhören. Würdet ihr denn jetzt ausschließen, wenn ihr einen bestimmten Bekanntheitsgrad erreicht habt, das dann weiterhin so kostenlos zu machen? Oder habt ihr gar nicht vor, so ein Level der Bekanntheit zu erreichen? Wie ist das? Ja, das Ding ist halt, wir haben ja noch kein Label. Und wenn wir ein Label haben, dann können wir natürlich nicht einfach machen mit den Sachen, was wir wollen und das halt kostenlos zur Verfügung stellen. Und wollt ihr das dann vielleicht langfristig auch für euch, dass ihr dann bei Spotify oder ähnlichen Diensten dann eher zu hören seid? Ja, Spotify ist natürlich schön, ne? Das ist so das Bekannteste, was es so gibt. Und wenn man da zu hören ist, ist natürlich nicht schlecht, weil dann können Leute dafür wenig Geld, also für relativ wenig Geld, den ganzen Tag alles hören und das verbreiten. Und ist ein bisschen etablierter als Soundcloud. Ne? Wie sieht das denn so aus? Habt ihr einen gewissen Überblick, wie viele Leute so auf eure Musik zugreifen? Oder wie funktioniert das bei Soundcloud? Ja, also wir können da die Statistiken genau einsehen, wer von wo, wann, was gehört hat und die Anzahl. Und dann gibt es halt extra so Statistiken, an welchem Tag welches Lied am meisten gehört wurde und sowas. Und ja, ist halt ganz schön, so auch eine Einsicht zu haben und zu sehen, wie es immer wächst. Und wie hoch sind dann die Zahlen so? Ich glaube, unser meistgehörtes hat 1300, 1400 Klicks. Würdet ihr denn prinzipiell diese Vorgehensweise anderen Bands auch empfehlen, so nach den Erfahrungen, die ihr bisher gemacht habt? Ja, also ich denke schon, dass es empfehlenswert ist, sich da anzubieten, weil so erlangt man halt schon ein bisschen Bekanntheitsgrad und bevor man überhaupt die CD verkauft, ist es halt sinnvoll, dass man überhaupt so einen kleinen Namen hat, weil sonst wird die CD wahrscheinlich einfach nicht ins Blaue hineingekauft. Wie schafft ihr es dann jetzt zu Konzertauftritten? Ihr habt zum Beispiel neulich in Münster im Rahmen der Reihe gespielt, die wollen nur spielen. Wie funktioniert sowas dann? Also woher kennen auch die Veranstalter euch? Ja, das jetzt speziell ist darüber gekommen, dass wir im Münster Bandnetz angemeldet sind. Da suchen sich halt Veranstalter öfters mal Bands raus und fragen an für Konzerte und
Daher kam das Konzert jetzt. Ja, ich denke, das hat uns erstmal einen ganz guten Eindruck davon verschafft, wie man streamen kann, wie man unter Umständen dadurch auch bekannter werden kann, was es für Chancen gibt. Danke euch. Ja, danke.